Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich schon den Titel gelesen, ich bin auf einen Xbox-Controller gewechselt. Der hier, keine Ahnung, ob man das jetzt so gut erkennt, Xbox Elite Controller. Ich habe 2 Paddles abgemacht, also ich benutze nur 2. Also ich habe den erst seit gestern Abend, also ich habe fast noch gar nicht gespielt. Und mega viele haben halt gesagt, der wäre besser als der PS4-Controller. Und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und ich muss auf jeden Fall sagen, der ist schon ganz geil. Also ich denke mal, ich werde jetzt erstmal auf dem Xbox-Controller bleiben. Dann, hier ist noch der neue Shop. Es gibt eine neue Lackierung. Ja, komm, die hole ich mir. Aber natürlich mit dem Creator-Code ArenaFN. Also ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eingeben würdet. Los geht's mit dem Video. So. So, hier liegt eine Tag. Oh, und zu mir ist sogar einer. Alter. Also wie gesagt, erster Tag auf Xbox-Controller. Ist natürlich ein bisschen komisch am Anfang, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er besser ist. Und hier ist jemand drin. Oh komm, jetzt ist er One-Shot. Ha! Easy. Von hier? Gott, diese Waffe. Also die Pumps und die Tags wurden ja auch nochmal besser gemacht. Also ich denke sogar, ich spiele jetzt lieber die neue Pump statt die Tag. Also davor war ich halt viel überzeugter von der Tag, weil mit der Pump hat man irgendwie die ganze Zeit 20er, 30er jetzt gegeben. Aber jetzt macht man damit eigentlich mega gut Schaden, wenn man trifft. So, hier sind noch welche. Oh, der war One-Shot. Und der hat sie in Gold. Nice. So, hier ist da noch eine Kiste. Hä, wo ist die Kiste? Ja. Okay, ich denke mal, in Retail ist niemand mehr. Vorne könnte auch jemand sein. Da wurde gebaut. Aha. Alter, diese Waffe. Hä? Ich hab 'ne Idee. Was? Natürlich trifft er alles. Alter. Das war so knapp. Ist der nicht gestorben an Fallschaden? Voll verheimt, Alter. Es kommt noch jemand. Ist er oben gelandet? Ja.
der hat einen Chuck-Chuck. Alter, wenn ich den schaffe zu nehmen. Der wurde jetzt auch hops genommen. Ja, okay, ich schaff's. Nice. So. Zwei AP. Es ist so lächerlich, diese Pump. Also. Er ist 20 Meter weit weg und ein 80er Headshot, glaube ich, und dann noch ein 100er. Alter, leider habe ich keinen Jump-Hit oder so. Ich habe auch nicht genug Mats. Ne, ich muss wieder zurück. So, komm, der andere hatte safe noch Mats. Oh ja. Hä? Mein Controller. Der wurde einfach entbunden, mein Controller. Hä? Easy. Okay, die Zone ist bei the block. Also wie alles kaputt geht. Man da nicht bauen kann. Komm. Puh. Hä? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich auf den Xbox Controller wechsle, aber ja, ich wollte ihn jetzt eigentlich nur mal ausprobieren. Aber finde ich eigentlich ganz nice. Noch 5 Gegner leben. Da sind auf jeden Fall 2. Ey, die Pump, Alter. GG.
Komm, gib mir deine Mets. Na komm, ich geh mal direkt in die Zone. 4 Jump Hits. Nice. Okay, das wird eine 16er. Oder auch nicht. Geiles Ende auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Arena Fan nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.